Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video geht es um diesen geilen Wagen. Wie wir sehen, ist hier nicht nur ein absolut schöner Fünfzylinder, sondern wir haben hier noch eine geänderte Ansaugung von SAR, natürlich handgefertigt. Wir haben hier unten, für euch jetzt schwer erkennbar, einen TTE-Upgrade-Lader. Wir haben hier vorne noch einen selbstgebauten Ladeluftkühler. Und irgendwo da unten, auch für euch wieder schwer zu erkennen, haben wir noch eine selbstgebaute Downpipe. Wie kann es anders sein bei SAR? Die bauen irgendwie alles selber, habe ich das Gefühl. Als ich den Wagen von SAR abgeholt habe, war mein erster Gedanke natürlich, warum hast du nicht gleich auch auf 5-Zylinder umgebaut? Weil dieser 5-Zylinder-Sound ist einfach Gänsehaut pur. Für die Leute, die neu auf dem Kanal sind, ich habe hier oben mal eine Playlist eingerichtet, weil natürlich habe ich den Umbau bei SAR auch komplett für YouTube hier für euch dokumentiert. Von außen gerade mit dem Nardo-Grau, mit der schwarzen Single-Frame, für mich schon fast perfekt, ich sage bewusst fast, weil das Audi-Zeichen, das müsste für mich persönlich, also die vier Ringe, müsste für mich persönlich noch schwarz sein. Es ist ein richtig guter Kompromiss, wie ich finde, zwischen der Tiefe, worauf ich persönlich ja richtig stehe, sportlichen Fahren, aber trotzdem ist das Ding noch alltagstauglich und du setzt halt nirgendwo auf. Jeder, der von euch schon mal einen 5-Zylinder gehört hat, weiß, wie brutal diese Autos einfach klingen. Aber selbst hier hat SAR nochmal nachgebessert und hat dem Ganzen eine Klappenabgasanlage spendiert. Mit allem, was ich aufgezählt habe, Abgasanlage, Ladeluftkühler, Downpipe, Ansaugung, TTE-Upgrade-Lader mit MTR-Performance zusammen, 560 PS der ganze Ofen. Das Ding rennt wie Sau, das zeige ich euch später nochmal. Alles TÜV-fähig, alles eingetragen. Und was der Wagen an Emotionen verspricht, nur alleine, wenn der Wagen gestartet wird. Ist das krass? Ich würde sagen, wir gehen mal rein und fahren mal. So, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben hier einen Audi RS3. Standardmäßig 400 PS aus dem DASA-Motor, 5-Zylinder. Der Wagen hat jetzt hier, so wie er gemacht ist, mit den ganzen Anbauteilen und mit einer Software von MTR Performance, haben wir hier in diesem Auto jetzt 560 PS. Viele von euch scheinen auf diesem Wascheimer hier von der Firma Alus zu stehen, sodass Philipp und ich uns überlegt haben, dass jeder, der hier kommentiert, die Chance bekommt, diesen Eimer zu gewinnen. Wir betonen das extra so. Es wird natürlich nur ein Eimer verlost, und zwar genau auf dem, dem ich sitze. Aber für jeden, der kommentiert unter das Video, ergibt sich halt die Chance, dass er diesen Eimer gewinnen kann. Also vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr das Ganze auch im nächsten Video dann nicht verpasst, wenn ihr eventuell ausgelost wird. Es ist schon brutal, finde ich. Es ist wirklich, hört sich sehr gut an, muss ich sagen. Es macht verdammt viel Spaß. Aber nur wenn ich reinlatsche, das ist jetzt auf D. Wie er die Gänge durchknallt. Es ist einfach nur brutal. Ich will euch mal die Kurvenlage von dem Fahrzeug zeigen. Dieses Lenkrad auch. Ich weiß gar nicht, ob das gemacht ist oder ob der standardmäßig so ausgeliefert wird. Kann ich euch gar nicht zeigen. Aber wir schalten jetzt hier nochmal runter. Und jetzt gehen wir ihn mal. Das ist brutal. Als wenn das Auto wirklich für diese Straße genau gemacht worden ist. Ne? Das ist jetzt sehr kurvig hier, wie ihr seht, aber es lässt sich alles butterweich hier über diese Scheiben wippen. Wirklich perfekt. Da ist hier das Allrad, funktioniert wunderbar. Auch die Bremsen auch. Es ist heftig, wirklich, Leute. Ich kann es euch nur sagen. Es macht jede Menge Spaß. Das ist
560 PS, die brauchst du hier jetzt natürlich in den Kurvenfahrten nicht, aber dieses Rausbeschleunigen. Sauber, richtig sauber. Ist ja gerade so ein bisschen hin und her zu fliegen scheint. Ich habe in der Fahrertür eine Teeflasche. Jetzt habe ich mal ein S geschaltet. Wirklich, Leute, als wenn das Auto hierfür gemacht worden ist. Du kannst hier um die Kurven pesen. Er beschleunigt hier wirklich einfach komplett sauber raus. Also was die Jungs von SAR zusammen mit MTR Performance da geleistet haben, ist echt sauber. Echt so ein bisschen neidisch, ne? Wirklich heftig. Jetzt haben wir hier nochmal eine kleine Gerade. Das ist heftig, Leute. Heftig, wirklich. Kann ich nicht anders sagen. Ja, Nelly nichts Schnelleres als mein Golf gewohnt ist. Setzen wir sie jetzt einfach mal mit ins Auto und gucken einfach mal, wie sie reagiert. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einfach mal eine 100-200 gleich, um zu messen. Bist du überhaupt schon mal in so einem Wagen mitgefahren? Nee, bisher noch nicht. Wie viel PS hat der? Jetzt gerade 560. Vorher? 400. Okay. Ist der DASA-Motor, 2,5 Liter, 15 halt. DASA ist, ja... Viel kann ich über den DASA-Motor auch nicht erzählen. Das ist halt, soweit ich das weiß, glaube ich, die neue Generation des Fünfzylinders. Und du hast halt hier ist extrem Potenzial, um hier überhaupt was aus dem Wagen rauszuholen. Also leistungstechnisch, ne? Wir sind jetzt hier gerade Ansaugung, Ladeluftkühler, Software von MTR Performance, Abgasanlage, ja, wie gesagt, 560 PS. Zeig mal, was das Ding kann. Das ist jetzt, du wirst dich erschrecken. Das ist Klappe zu. Machen mal Klappe auf. Da warst du schon mal ganz knapp über 200. Okay. Muss ich sagen, ich dachte, wir sind runter. Ernsthaft? Also einfach nur, weil man das nicht spürt, dieses... Es fühlt sich nicht so hart an. Das liegt aber daran, weil der Wagen so gut gedämmt ist. Das ist... Ich bin letzte Woche die Supra gefahren, MK5. Das hat sich schon sehr hochwertig angefühlt, aber hier drin ist es gedämpft. Gedämmt. Du merkst es wirklich nicht. Aber die wollen ja jetzt hinten runter, deswegen steht der Wagen ja wieder bei SAR. Ich habe erst gedacht, dass Radlager kaputt ist, aber das sind doch die Bremsen gewesen. Bin mal gespannt, wie der dann danach bremst. Das war ja immer schon so ein schleifendes Geräusch, ne? Ja. Ohne dein Auto schlecht zu machen? Ja. Es fühlt sich sicher an. Ja. Wie der bremst und auch diese, wie viel? 270 gerade? 270, ja. Ja. Ja gut, das fühlt sich nicht so brutal an. Bei meinem ist da hier, du hast hier Allrad, er schaltet von alleine, okay, ich habe jetzt mit der Handwippen geschaltet. Allrad, vernünftige Reifen und das ist das, was ich meine. Dieser DASA-Motor hat viel, viel Potenzial, weil du hast
er quält sich halt nicht so, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Bei mir ist das schon so ein bisschen, ja, der quält sich da halt schon hin. Er schafft es, kein Problem, aber es fühlt sich gequält an. Hier, nicht das so geschmeidig. Nicht so geschmeidig. Hier, du zack, 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 er schaltet butterweich. Das stimmt. Ich würde ihn am liebsten nicht wieder hergeben. Genau, echt schön. Einfach behalten. Dieses Auto ist brutal. Ich mag das, du schaltest die Gänge gar nicht komplett durch, also bis zum Anschlag, sondern du machst schon vorher und dieses, ich finde diesen Schaltübergang einfach geil. Wie sauber das alles so ist, ne? Das ist heftig. So, wir haben mal die Driftbox von Philipp, danke dafür, einmal schon mal an die Scheibe gemacht. Wir suchen jetzt mal ein kleines Stück freie Fläche. Was denkst du, mein sind wir die erste Zeit 9,4 und dann, als ich alleine gefahren bin, habe ich ja noch mal eine 8,4 gefahren. Was denkst du, macht dieses Auto? Allrad, kein Durchdrehen, wobei das bei 100, 200 egal ist. Aber was könntest du dir vorstellen, was der für eine Zeit drückt? Könnt ihr übrigens auch, schreibt das mal in die Kommentare, was ihr denkt, bevor, seid ehrlich zu euch selber, 560 PS, Allrad, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Nicht erst gucken, sondern jetzt kurz Pause machen und in die Kommentare schreiben. Was denkst du? Irgendwas um die 6, mit 6, irgendwas. Okay, also ich muss ehrlich sein, ich habe gar keine Vorstellung von diesem Wagen. Ich weiß, dass er einfach nur brutal ist. Wir werden es sehen. Ich habe davon noch weniger Ahnung, aber... So, wir lassen uns jetzt mal ein bisschen abfallen. Du bist bereit? Ich muss scharf stellen. Drück schon auf Aufnahme. Okay, 100, 200. Ich bin gespannt. Sagt, es kann sein, dass bei mir, vielleicht war ich ein Stückchen bergab, wo ich alleine gefahren bin, Philipp sagt, er würde schätzen, es ist eine echte 9 alleine, weil er die Erfahrung gemacht hat und er hat ja wohl, der fährt ja gefühlt, wenn seine Autos laufen, 20 mal in einer Stunde 0-100 oder 100-200,
Er hat da schon echt einen Erfahrungsschatz gesammelt. Er sagt, eine echte 9, du hast mit dem Beifahrer, kostet dich ungefähr so 5 Sekunden. Okay. Wollen wir nochmal eine 0-100? Nein, wir messen nochmal eine 0-100. Was ist es? 3,9. 3,9 0,100. Aber 0,100 ist brutal, oder? Ja. 0,100 fühlt sich ja mal richtig brutal an. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ich hab's auch nicht erwartet. Also was haben wir jetzt? Wir haben 0,100 eine 3,9 und 100, 200 eine 7,6. Echt gut. Fährt sich wirklich gut. Ja, macht Spaß. Nochmal unter dem letzten Video mit der Supra. Da habe ich mich natürlich weniger vorbereiten können als jetzt auf dieses Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat hier. Wenn ja, gebt dem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Wenn ihr geile Karren habt, bitte nicht, nimm es mir nicht böse, dass ich das so sagen muss. Aber wenn ihr geile Karren habt, die nicht so fahren wie das Auto aus dem Autohaus, sondern ihr da schon was dran gemacht habt, ihr aus der Nähe kommt oder bereit seid, das Auto hier nach Hannover zu bringen oder in die Richtung, man kann sich ja irgendwo treffen, ich komme da euch auch entgegen, wir das Auto hier vorstellen sollen auf dem Kanal, schreibt mir einfach bei Insta zum Beispiel oder schreibt mir eine E-Mail. Ich habe da richtig Lust drauf, mir macht das Spaß. Dir hat es heute auch Spaß gemacht, ne? Ja. Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Das war cool. Dein Fazit zum Auto? Ja, kaufen wir. Nehmen wir so, ne? Würde ich auch sagen. Ich danke euch fürs Zugucken. Vergesst nicht, wie gesagt, zu abonnieren. Vergesst nicht, denkt an das Gewinnspiel, zu kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.